Stillgestanden, Kadetten. Hauptmann hier. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Drück den Knopf für Turnel. The Ancient Gods, Part 1. Alter, ist das eine übertrieben große Tür. Und hier sieht's heftig aus. Sieht nach einem Zeitspiel aus, wenn ich ehrlich bin. Das sieht nach einem Zeitspiel aus. Oh Gott, Jump and Run, ihr wisst doch, ich und Jump and Run. Jetzt? Hier lang? Jetzt hier drüben, oder? Okay, und jetzt? Das war's? Okay. Geist, okay. Die fahren ja bestimmt runter, oder? Nein! Okay. Schlechtes Timing. So, wir gehen hier einfach mal drauf. Und mal hier drauf. Hier drauf. Fuck, ich hasse das. Ich hasse das Jump'n'Run in dem Game. Es ist so scheiße im Vergleich zum 2016er. Also, da gibt's hier oben nicht mal einen Speicherpunkt. So ein Bullshit. Zack, das heißt, wenn wir oben drauf gehen, dürfen wir uns die Scheiße nochmal gönnen. Zack. Komm raus, Mann. Wie? Säge! Das Arschloch, hier muss drauf gehen. Boom. Fuck, daneben. Boom. Boah, ja klar. Ja klar, hock dich in den Ball und auf Hell, du Scheißgeist. Motherfucker, waren ja noch nicht schon stark genug. Ey, lass mich doch vorbei. Sag mal irgendwie, wenn ich nicht an jeder scheiß Ecke hier hängen bleiben würde. Ja, das wird natürlich nichts bei dem. Ja, genau, zwei davon. Alter, was halten wir aus? Schon. Wie, Alter, ich hab nicht genug Mumpe oder was? Alter, das gibt's doch nicht! Wollt mich jetzt verarschen! Einer von den Wichsern war ja nicht schlimm genug, oder wie? Was ist das bitte für eine Scheiße? Ja, natürlich! Natürlich, du scheiß Mistgame, Alter, fick dich! Wie viel Mumpe frisst du so ein scheiß Spirit, bitte? Frisst die Dreiviertel Mumpe, braucht komplette Mumpe aus dem Plasmagewehr, dass er stirbt? Und dann stirbt er nicht mal, weil es den Scheiß einfach abbricht, einfach so! Ach, leck mich doch am Arsch hier, ich hab keinen Bock mehr. Ja, wer kam denn bitte auf die Scheißidee? Allein diese Jump-and-Run-Einlage hier schon so retarded.
stirb, du scheiß Drecksvieh. Natürlich, ich säg zwar jedes Mal einen Gegner vorher, aber Munition habe ich trotzdem nicht. Löcher können gleich mal drauf gehen. Der frisst einfach mehrfach meine... Da kommst du nicht mal da hoch, weil du da die Kante so exakt treffen musst, dass die Scheiße überhaupt aufgeht. Alter, Motherfucker! Ohne Witz, Alter, such dir ein anderes Spiel. Lass mich raten, Muradöre können die Ausläufe auch noch besetzen, oder? Alter, und du kannst mich gleich mal am Arsch lecken, du auch. Alter. Ja, natürlich gibt es hier wahrscheinlich noch mehr so Wichser, oder? Im nächsten klatsche ich einfach eine BFG in die Fresse, der kann nicht mal. Okay, den ersten Versuch werdet ihr von dem Kampf nicht sehen, aber... Der ging nämlich lange. Sehr, sehr lange. Und war nicht unterhaltsam, wenn ich mich gerafft habe, dass einer von den Gegnern einen Spirit drin hat. Ich steck mal wieder an so einem kleinen... Wo ist der Mankebus jetzt hin? Vor waren aber keine zwei Barons of Hell. Die waren vor... Alter, was ist das für ein beschissener Sprung? Alter! Ich brauche irgendein Kleinviech. Beispiel so ein... So ein hinterher. Dann kümmern wir uns mal um die Barons of Hell. Es waren vorher echt keine zwei. Niemals waren es vorher zwei. War ja klar, die scheiß Raketwerfer. Du bist so nutzlos, weißt du das manchmal? Komm schon hier hoch, geh hoch. Okay. Eine Salve ist... Alter! Sag mal, jetzt willst du dich auch versackeiern, du Arschgeige. Es ist lustig, dass man die anzünden kann, wenn ich ehrlich bin. Hier schon wieder. So, du kannst auch gleich mal abheben gehen.
Okay, 4 Revenants, Alter. Zack. Okay, einer noch. Oh, Alter, warte, Hardcore. Okay, jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Arachnotrons. Sorry, dass ich den Scheiß kenne, aber... Irgendeiner davon ist besessen. Ja, da hinten, okay. Das ist der Besessene. Dem kann man die Kanone nicht abschießen, den Besessenen. Allen anderen ja, nur den Besessenen nicht. Also, das ist der Besessene. Ist das Geschütz ist runter? Ich glaube 3 Stück oder so. Bei denen geht's geschützt und verrecken nicht runter, das brauchen wir nicht probieren. Ich habe vorher schon gedacht, ich bin behindert. Und treffe kein einziges Geschütz mehr. Im Normalfall sind die ja echt gut wegzuholen. Okay. Komm mal her. Zack. Zack. Nein, die brauchen wir. Okay, was könnte gegen den gut klappen? Gatling, oder? Gatling mit Schild. Granate. Und wir brauchen auf jeden Fall die Eisgranate bereit. Um den Mixer gleich ordentlich einen einzuschenken. Okay, wir haben noch ein paar... Wo ist der hin? Bist du jetzt schon wieder hin, du kleines... Du bist so ein kleines Scheißarschloch. So, wo ist der? Hinten. Okay, Nummer Uno. Nummer Gott muss auch gleich. Wo ist der? Da hinten, da unten, da unten. Komm schon, ist er tot? Nein, ist er nicht. Okay, er ist tot. Okay, jetzt brauchen wir nur noch den Doomhunter. Der Doomhunter ist ja eigentlich kein Problem. Außer man ist so behindert wie ich und hat keine Mumpe für die richtige Waffe. Und keinen Blutschlag. Wir brauchen unbedingt einen Blutschlag. Wir haben nur einen halben Blutschlag. Wir müssten mal gucken, dass wir den Blutschlag vollkriegen. Zack. Perfekt. Den wollte ich doch gar nicht. Okay, gut. Doomhunter. Okay, es braucht nur noch eine Raketensalve, dann ist er tot. Doch nicht auf den kleinen Scheißdämon. Okay, er ist tot. Beide tot, okay. Ey, der lebt ja noch. Jetzt ist er tot. Zack. Ja, toll. Alter. Boah.
Alter, diese fucking scheiß Spirits machen aber trotzdem keinen Bock. Vor allem nicht, wenn die einen fucking Baron of Hell hocken und ein zweiter hinter dir her ist. Während du den so ultra langsam sprengen musst mit dem scheiß Mikrowellenstrahl. Ah, gib das Ding mal her. Ihnen den Makers in all ihrer Herrlichkeit. Ja, mach mal. Danke. Schätze liegen nahe, dass hier hunderte Krieger gefallen sind, nur um den Vater zu sehen. Alter. Okay. Aber, wie es hier weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Doom Eternal. Also. Wegtreten. Hauptmann out.